liebe Zuschauer. Werden die Fronten im europäischen Teigwarenkrieg durch die Regelungen der EWG verhärtet? Dazu begrüße ich hier im Studio 6 Journalisten aus 7 Ländern. Zugeschaltet SFB 2, Südwestfunk 4 und der Bayerische Rundfunk. Es ist mir eine Freude, begrüßen zu dürfen zu meiner Linken Michael Notes, Quotenbrite und Hauptstadtkorrespondent der Times, zu meiner Rechten Erna Müller-Pietenkötter, Hauptstadtkorrespondentin des Kissinger Tageblatts. Meine Herren, willkommen. Als Staatssekretär Dr. Walter Klöbitz vor 2 Jahren aufs Lebhafteste die Bundestagsdebatte über die Vernudelung der Nudelrohmasse-Vernudelungstaktik der Europäischen Union auf die Bundesrepublik herabbrach, da war England noch weit. Herr Noakes, wie steht die englische Nudel jetzt zu Europa? Sie beide wissen, dass Deutschland heute noch doppelt so viel Rohnudelmasse vernudelt wie England und Frankreich zusammen. Und man sollte dabei nicht außer Acht lassen, dass die Nudel die Funktion eines Bindeglieds für die Europäische Union hat. Und die ist gefährdet. Das darf ich weitergeben, Frau Erna Schmidt-Sanftleben. Wie steht die deutsche Nudelungs-Vernudelungsmassen-Masse-Nudel zur englischen Nudel in diesen nudeligen Zeiten? Da muss ich sagen, Herr Noakes, Ihnen muss doch klar sein, wie bedrohlich die Entwicklungen in Nordirland für die Nudel sind. Bedenken wir die konfessionellen Spaltungen der Nudeln dort. Das ist doch der Grund allen Übels. Das dürfen wir doch nicht außer Acht lassen. Nordnudel, Südnudel, katholische Nudel, evangelische Nudel, nudeln Sie mal weiter, Herr Noakes. Genau, also zunächst, Deutschland sollte seine eigene Nudel bitte im Auge behalten und nicht unsere Nudeln. Die Sache ist die, noch einmal auf die Vorgänge in Großbritannien zurückzukommen. Wir haben in Irland das Problem gehabt, dass der nordirische Nudelkäfer nicht nur in Nordirland war, sondern auch im katholischen Süden. Und damit hat alles angefangen. Vor der Währungskrise kam der Nudelkäfer und jetzt bitte ich Sie zurückzukommen zu den Fakten. London kann aber nicht von Deutschland erwarten, dass wir unsere Nudel in den Schoß legen, bevor die ihre konfessionellen Schwierigkeiten nicht im Griff haben. Fakten, Fakten, Nudel, Nudel. Wir müssen jetzt mal wirklich dabei bleiben. Meine Herren, lassen wir doch bitte die Nudel im Dorf. Die Zeit arbeitet nicht nur gegen die Teigmasse, auch gegen jetzt eine uns an, Journalisten. Keine Nudel ist. Meine Herren, Herr Noakes, Frau Schmitzen-Hallemann, bitte bedenken Sie, als Fazit für heute bleibt, Nudel oder Nicht-Nudel, nudelige Zeiten, Nudeln herum. Wer nudelt, sollte auch nicht zu viel rumnudeln. In diesem Sinne. Ich möchte gerne noch an dieser Stelle abschließen, bitte, Walter Klöbitz zitieren. Und zwar, es ist beschämend, dass man gerade bei uns in linksintellektuellen Kreisen an der Nudelfrage völlig vorbeidiskutiert. Das haben wir ja hier gerade auch wieder gesehen bei Ihnen. Das ist ein Unding. Wie erklären Sie sich das? Die Nudel brachte schon die Mauer zum Fall. Insofern sollten wir uns auf die, auf die freiheitliche Wirkung der Nudel ohne Nudelkäfer verlassen. Ein schönes Schlusswort. Nudeltrubel, Heiterkeit. Darauf erhebe ich das Glas. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Das Thema der Sendung ist heute die Nudeln und ich glaube, das ist auch wirklich der Brandherd. Da müssen wir jetzt erstmal dranbleiben. Also ich bitte Sie. Lassen Sie uns nicht das große Nudelholz herausholen. Nudel hier, Teigware dort. Es scheint so, als ob es im europäischen Reglement Nudelierungs-Teigwaren-Supplement noch einigen Nachbesserungsbedarf geben würde. Dennoch, die Zeit arbeitet nicht nur gegen die Nudel, sondern auch gegen uns. Dann nudeln Sie los. Ich möchte unbedingt noch loswerden, bevor wir die Sendung hier beenden. London kann von Deutschland nicht erwarten, dass wir unsere Nudel geflissentlich in den Schoß legen, bevor die Konflikte in Irland nicht geklärt sind. Das ist unsere königliche Nudel genauso.